Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Liebe Damen und Herren, hier ist euer Hydro-LP. Da muss ich nochmal kurz zurückspulen. Eigentlich nur Herren, oder? Schauen wir auch Damen zu. Laut Inside-Statistiken schauen mir relativ viele Mädels zu. Allerdings weiß ich gar nicht, wer das ist. Und das macht den Hydro sehr traurig, denn er würde gern wissen, welche weibliche Zuschauer ihm zugucken. Nein. Ich bin gerade leicht angetrunken. Vielleicht merkt man es ein wenig. Ja, es ist Montag, 4:15 Uhr. Der Hydro ist leicht angetrunken. Beziehungsweise ich, der Stefan. Ich habe ja gesagt, wir machen das ein wenig persönlicher. Allerdings muss auch ich mich erst dran gewöhnen. Also, ihr dürft mich gerne Stefan nennen. Mit PH. Wer war das? One Skies oder Ein Skies oder einfach nur Skies. Schäm dich! Mit F. Aber es waren nur noch ein, zwei andere, die mich mit F geschrieben haben. Schande über euer Haupt, ja. Ich werde mit PH geschrieben. Ja. Und ich möchte jetzt keine Stepphahn-Witze hören. Die sind so alt und abgelutscht. Nee, nee, nee. Jedenfalls, wie der Videotitel besagt, möchte ich eine kurze Programmänderung bekannt geben. Und das wäre, dass ich heute und morgen nur Fable hochlade. 16 Parts stehen noch aus. Was normalerweise 8 Tage dauern würde, diese hochzuladen. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, in meinem leicht angesäuselten Kopf: Mensch, komm! Die letzte heute Morgen hoch, jeweils 8 Parts. Also jetzt gleich nach der Aufnahme, nachdem ich dieses Video hochgeladen habe, werden schon die ersten 8 Parts folgen. Und dann ist dieses Projekt, kann dann endlich quasi in die epische Liste der fertiggestellten Projekte. Und dann werde ich, jetzt muss ich überlegen, heute ist Montag, also heute Morgen, also werde ich ab Mittwoch, Mittwoch um diese Uhrzeit rum, vielleicht eher etwas später. Heute habe ich ein bisschen früher Feierabend gemacht, da ich dann noch den einen oder anderen Humpen leeren musste. Werde ich dann parallel zu Batman Arkham Asylum wird dann dort die Elder Scrolls 4 Oblivion hochgeladen. Und ich finde, das ist ein sehr episches Spiel. Ich habe da so ein paar Mods drauf geklatscht, damit die Grafik noch viel, viel geiler ist, als sie eh schon ist. Und ab Part 30 wird die Grafik noch viel, viel geiler, weil da habe ich noch ein paar andere Mods gefunden. Allerdings hatte ich bis dahin schon knapp 30 Parts aufgenommen. Momentan sind es 41 Parts, habe ich in der Liste. Diese Parts hier habe ich mit einem anderen Programm gerendert. Das hatte ich schon mal in einem Infovideo angesprochen. Davon le sind leider zwei oder drei Parts sehr dunkel geworden, da ich da in einem Dungeon bin. Aber ist auch egal. Jedenfalls werde ich dann da anfangen hochzuladen, da es ja doch ein längeres Let's Play wird und ich das Ganze ja auch nur bis November mache, bis es. Jetzt hätte ich mich fast versprochen. Ich hätte fast Skyline gesagt. Keine Ahnung, wie ich drauf komme. Bis Skyrim kommt. Ja, bis Skyrim kommt, wird ja dieses Oblivion-Let's Play kommen. Und dann wird das schlagartig von der Aufnahme her abgebrochen, beziehungsweise dann wird das ganz gemütlich, lassen wir das ausklingen und beginnen dann am Release-Tag direkt mit Skyrim. Ich freue mich da so drauf. Ich habe mich momentan so in Oblivion, beziehungsweise in die Elder Scrolls verliebt. Da muss der fünfte Teil einfach kommen und das wird dann direkt gemacht. Und der Vorteil ist ja, da ich nur noch zwischen 5 und 10 Minuten brauche, um ein Part hochzuladen, da wird es dann Schlag auf Schlag gehen. Bam, 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 da werde ich euch die Parts um die Ohren feuern. Da werdet ihr gar nicht mehr wissen, ob ihr Männlein oder Weiblein seid. Wo wir schon wieder bei dem Thema wären, fällt mir da gerade auf. Aber ist ja auch Wurst. Jedenfalls, dies ist die Programmänderung. Heute Morgen nur Fable 3. Das wird KGZ Games, wird das, oder Game, also ohne S, wird das sicherlich freuen. Der hat schon nach Parts gefragt, weil er es gerade spannend findet. Das freut mich. Da weiß ich wenigstens, einer guckt dieses LP. Und der schreibt dann noch Kommentare und findet das toll. Und das erfreut mich. Ja, ich erfreue mich an so Kleinigkeiten wie Kommentaren. Da kriege ich. Nein, ich spreche den Satz nicht zu Ende, aber ich freue mich darüber. Ja, den Rest könnt ihr euch denken. Zumindest die männlichen Zuschauer, die weiblichen Zuschauer dürfen dann an Blumenpflücken denken oder so. Und würde mich aber trotzdem interessieren, wer denn so meine weiblichen Zuschauer sind. Weil ich bin letztens mal zum Spaß, weil ich habe zwischen 25 und 20% weibliche Zuschauer. Das finde ich enorm viel und deswegen würde es mich interessieren, wer das denn ist. Immerhin bin ich Single, man muss dann die Zukunft denken. Nein, es würde mich aber trotzdem gerne mal interessieren. Haut einfach mal ein Smiley in die Kommentare. Und also jetzt nicht jeder, sondern bitte nur die weiblichen Zuschauer. Und da lege ich direkt eine ganz andere Stimmart auf.
Das irritiert mich ein wenig. Es muss am Alkohol liegen, deswegen höre ich jetzt besser auf. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Viel Spaß mit 16 Folgen Fable innerhalb von 2 Tagen. Und dann den anderen, die Fable nicht so interessiert. Das interessiert ja nicht viele. Hoffe ich, dass die sich wenigstens ein wenig an meinem Oblivion-LP erfreuen können. Denn dort wird es ordentlich zur Sache gehen. Ich kann schon so viel verraten. Ich bin gestern in meiner Aufnahmesession Arena-Großmeister geworden. Und mehr verrate ich nicht. Und Dungeon waren wir schon. Und wo wir überall waren, es war dunkel, es war hell, es war blutig, es war langweilig. Ja, es gibt leider auch langweilige Parts. Aber schaut's euch einfach an, freut euch drauf. Und tschüss.